Da sind wir wieder, wir grüßen euch und heute Vormittag wollen wir ein bisschen gemütlicher werden und zwar wollen wir eine Rumba tanzen mit euch. Im Rumba-Takt wollen wir Hold On tanzen und diejenigen, die den Tanz kennen, wissen, oh, das ist gar nicht so einfach, weil die Rumba ist rhythmisch eine Herausforderung. Beginnen wir. Ich gehe auf Position. 12 Uhr und wir tanzen Diagonal Struts. Schwieriger Name, ist aber Spitze Hacke. So. Spitze Hacke, Spitze Hacke, Wiege vorne rüber gekreuzt, also eine Cross und rück. Das machen wir nochmal. Und zwar schön langsam mit 1, 2, 3, 4. 5, 6, rüberkreuzen, 7, Richtungswechsel, 8. So, ein Line Dance, den man mit der Rumba nicht verwechseln kann. Jetzt geht es los. Direkt in die Rumba-Box und direkt im Rumba-Takt. Seite schließen, vorne halten. Seite schließen, hinten halten. Ganz typisch für die Rumba-Holds. Ich tanze mal die ersten beiden. Der erste ist eher Line-Dance-typisch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt kommen die Rumba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wieder ein Hold. Es folgt ein Coaster Step, allerdings im Rumba-Rhythmus getanzt. Rück, schließ, vorne halten. Das wäre 1, 2, 3, 4. Also rück, schließ, vorne halten. 1, 2, 3, 4. Struts vorwärts, spitze Hacke. 5, 6, 7, 8. Das wäre der dritte Achtelblock. Ich tanze mal alle hintereinander weg auf Zahlen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Was nun folgt, ist eine Dreivierteldrehung links herum, endend auf 6 Uhr. Wir kümmern uns mal nicht auch um den Drehungsumfang, sondern wir tanzen eine Drehung mit dem Ziel 6 Uhr. So, wir tanzen nach vorne mit links, mit rechts zur Seite und jetzt eine halbe mit links zur Seite. Und wir haben 6 Uhr erreicht. Ich tanze das nochmal in dem Drehungsumfeld. Der erste Schritt dieser Drehung ist gar nicht gedreht. Nach vorne. So, jetzt geht es rechts zur Seite. Ich drehe links herum. Achtung, Achtung auf 12. Zur Seite. So, jetzt ist der Weg etwas länger. Wenn ich tanze, habe ich aber auch Schwung. Eine halbe Drehung auf 6 Uhr und ich stehe auf dem linken Fuß. Das machen wir mal. So, wir tanzen links vorwärts. 1, 2, 3, 4. Fehlt uns noch 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Dann wäre der Achterblock komplett. Also die Holds sind immer in der Oma. Ganz, ganz wichtig. Ich mache es nochmal. Die Drehung links vorwärts. Ich mache es auch auf dem Rhythmus und mit Zahlen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Einmal alle Achterblöcke zusammen getanzt. Der erste fällt aus der Reihe. Das ist eher Line-Dance-typisch. Mit dem zweiten Achterblock, also mit der Rumba-Box, starten wir auch in den Rumba-Rhythmus. So.
Es geht los. Auf Zahlen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, zu guter Letzt, letzter Achterblock, ist ein Karussell. Und zwar starten wir das Karussell, nachdem wir rüber gewogen haben, landen wir auf dem rechten Fuß. Rüber, rück zur Seite, halten. Ich meine damit, rüber, ich drehe mit dem Rückwärtsschritt ein Viertelchen nach links, rück und ein Seitwärtsschritt, halten. Ich bin da rechnerisch, zahlentechnisch auf 4. Ich zeige es euch nochmal auf. 1, 2, 3, 4. So. Zweiter Teil des Karussells ist vorne rüber und der linke, der jetzt hinten ist, setzt auf 12 Uhr nach vorne und seit schließt. Hier gibt es tatsächlich kein Halten mehr. Im zweiten Achterblock kein Hold mehr. Also ich demonstriere euch das nochmal. 1, 2, 3, 4. Also halten. Jetzt gibt es kein Halten mehr. Vorwärts, vorwärts, Seite, schieß. Gerne auch nochmal auf Zahlen. Das Halten ist auf 3 Uhr. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir enden auf 12 Uhr und können den Tanz von vorne starten. Eine kleine Zusammenfassung noch einmal, alle Schritte noch einmal aufzählen, ohne Musik. Und das Halten betone ich immer, indem ich die Zahlen schön ziehe. Bis auf den ersten Achterblock. Der ist typisch Line Dance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das sind sie, die Schritte von meinem, darf ich das sagen, heimlichen Lieblingstanz und jetzt mit Musik.